Ein weiser Mann sagte mal, Filmbörse Neuss im Titel, das funktioniert. Ja, wir sind heute aber in Köln und schauen uns hier die Filmbörse an. Und ja, ich bin gespannt, was wir hier so alles finden vor Ort. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einmal an. Und damit herzlich willkommen hier auf der Filmbörse in Köln in der Kölner Stadthalle. Ja, wie ich finde, einer der schönsten Börsen in ganz NRW, denn man hat hier unglaublich viel Platz, das Ganze ist hell durchflutet und wie ihr sehen könnt, habt ihr dementsprechend eine wirklich großzügige Getränkebar, die wirklich optisch auch wirklich was hermacht. Und die Auswahl an Filmen, die war hier natürlich wieder richtig klasse. Wir waren hier unter anderem am Stand von Ike Media und dort gab es halt viele Mediabooks, die auch immer wieder mal noch gefragt waren, wie zum Beispiel Halloween Kills, der ja dementsprechend auch sehr, sehr begehrt war und immer noch ist. Oder halt zum Beispiel auch die verschiedenen Resident Evil Mediabooks konnte man hier am Stand kaufen. Das Ganze auch in verschiedenen Cover-Varianten. Und auch was das Thema Neuheiten betrifft, so lag hier zum Beispiel der Film Bloodsport aus in beiden Cover-Varianten von der Firma Capelight. Und ich muss zugeben, ich habe mich ja für die rechte Cover-Variante entschieden, finde aber die linke tatsächlich mittlerweile etwas besser. Ja, dann gab es zum Beispiel auch noch die verschiedenen Halloween-Media-Books von der Firma NSM. Auch diese gab es hier unter anderem noch zu bekommen. Und wo wir gerade beim Thema Halloween sind, so gab es zum Beispiel auch die Büste, die von Nameless erst vor kurzem ausgeliefert worden ist, auch hier zu kaufen. Darauf gehen wir aber nochmal später genauer ein. Dann hatte ich hier dieses Resident Evil Big Pack in der Hand. Und ich muss sagen, diese Big Packs, die gefallen mir wirklich nicht so besonders gut. Weil wenn man einen einzelnen Film da rausholen möchte, stelle ich mir das doch ein bisschen fummelig vor am Ende. Ja, wie gefällt es dir bisher, Nico? Ja, also ich muss sagen, macht ja immer wieder Spaß mit euch hier, ne, so ein bisschen durchzustöbern. Bin jetzt noch nicht so richtig krass fündig geworden, aber das eine oder andere habe ich mir dann schon eingesackt. Bei dem anderen muss ich noch ein bisschen überlegen, aber ist ja auch erst 11.30 Uhr, man hat ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Ja, ganz genau. Und ich sag mal, Prost. Zum Wohl, Leute. Als nächstes habe ich mir die Mediabooks zu Cobra Kai angeschaut, der Erfolgsserie auf Netflix, hier leider mit einer alternativen Synchronisation. Aber ich muss zugeben, die Mediabooks, die lassen mich nicht ganz so los, weil ich habe das Mediabook zu Staffel 3, aber die Emerys zu Staffel 1 und 2. Ja. Was ist hier los? Warum? Es ist nicht so viel hier. Aber da gehst du jetzt nochmal rein, ne? Das ist halt Problem, wenn du Sammler bist und hast schon 5000 Filme zu Hause. Ja, also die Tüte ist noch nicht voll. Nein, die Tüte ist noch nicht voll, Leute. Aber wir werden sehen, wie wir es am Ende gleich sind. Groß. Ja, genau. Dann bin ich noch am Stand des MovieCon-Magazins vorbeigekommen und hier wird die Auswahl wirklich immer größer. Von Scream bis Freitag der 13. über Jurassic Park. Und dann ist mir dieser Stand noch aufgefallen und auch den fand ich ganz, ganz toll, denn ihr hattet unter anderem King Kong mit Postern unter anderem drin. Nachdem wir die Börse verlassen haben, hat uns dann doch ein wenig der Hunger ereilt und so sind wir ein wenig was essen gegangen. Und auch beim Essen, ja, ihr ahnt es schon, haben wir vielleicht auch ein wenig hier und da über verschiedene Filme gesprochen und ein wenig unsere Ausbeute uns angeschaut. Aber jetzt noch eine Info. So ihr Lieben, ich möchte euch noch darüber kurz informieren, dass dieses Video geteilt ist. Das besteht aus zwei Teilen. Ihr habt einen Teil unter anderem, wo es hier um einen Talk geht, wo wir halt dementsprechend verschiedene Dinge von der Filmbörse besprechen. Und ihr habt einen zweiten Teil, wo es dann dementsprechend um die Ausbeute der verschiedenen Leute geht. Ja, und wo findet man diese Ausbeute?
Ja, natürlich bei mir. Bei Movielu. Genau. Genau. Also schaut da definitiv auch rein, denn so haben wir uns das gedacht, ergänzt sich das Ganze. Es ist halt einfach immer doppelt gemoppelt, ne? Wenn wir im Prinzip zusammen unterwegs sind, ja, dann erlebt man die Sachen auch zusammen und deswegen haben wir das hier so ein bisschen aufgeteilt. Ne? Genau, so habt ihr dann quasi aus beiden Teilen das große Ganze und vielleicht sagt sich der eine oder andere, hey, ich finde den Talk interessanter oder halt die Ausbeute oder ihr schaut am besten einfach beides. Ganz genau. Dies ist die Geschichte von filmbegeisterten Freunden. Aber diese waren nicht alleine, denn es herrschten Enten dort. It's only a movie. Jetzt hier auf der Filmfloh. So ihr Lieben, wir kommen gerade vom Essen, wie ihr sehen konntet. Und wir haben gedacht, wir reden jetzt mal so ein wenig noch über die Filmbörse hier in Köln und ja, die Eindrücke, die sind so ein bisschen gemischt. Warum genau? Da habe ich gedacht, da hole ich mir mal den guten Nico dazu. Hallo! Und noch einige andere, wie den Stefan und den Otti und die Debbie auch unter anderem. Und ja, wir wollen mit euch mal so ein bisschen die Eindrücke teilen. Was haben wir da letztendlich gesehen auf der Börse? Und wir wollen auch ein wenig über die Edition reden, die ihr sonst nicht zum Beispiel im Video seht, wie zum Beispiel die Halloween-Büste. Die war nämlich dort ausgestellt von der Firma Nameless. Genau, von der Firma Nameless. Und ich frage mal so ein bisschen in die Runde. Für mich war es so ein bisschen der erste Eindruck von dieser Büste. Und ihr seht hier in dem Moment gerade so ein bisschen die Aufnahmen von der Büste. Und ich muss sagen, ich bin doch relativ enttäuscht von der Büste, weil ich halt auch großer Fan des Halloween-Franchises bin. Und ich finde, die Büste wird dem Ganzen einfach nicht so wirklich gerecht, weil die Büste selber, die ist erstmal viel zu groß in meinen Augen, wenn man das im Verhältnis nimmt zu der Büste selber, die auf dem Sockel zu finden ist. Und ganz ehrlich, Michael Myers hat auch keine Lederjacke an. Von daher ist es so ein bisschen schwierig, wie man das Ganze letztendlich mit der Büste dargestellt hat. Und auch die Details auf der Maske, die fand ich einfach, wirkten sehr, sehr matt. Und da fehlten in meinen Augen einfach die Details. Aber Nico, wie siehst du das? Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das Ding ja jetzt auch das erste Mal so in Natura gesehen und auf Videos oder Bildern, da lässt sich natürlich jetzt drüber streiten. Da wird natürlich auch vor allem die Schattierung und so weiter immer möglichst optimal dargestellt. Wenn man das Ganze dann jetzt aber wie gesagt in Natura sieht, dann ist es schon relativ ernüchternd zu sehen, wie, ja, schwach die Details letzten Endes ausgearbeitet sind. Ich finde, das Ganze wirkt wirklich nicht wie so ein hochwertiges Collectible, sondern mehr so wie so eine, ja, ich will nicht sagen Spielzeug, aber wirklich wie so eine relativ günstig produzierte Variante einer Büste, wie sie eigentlich sein sollte. Und wenn ich dann den Preis sehe, der da jetzt hier auf dieser Börse, ich glaube 180 Euro wird dafür veranschlagt. Ich weiß gar nicht, was das jetzt beim Vorverkauf gekostet hat. Aber das sehe ich gar nicht. Ne? Aber gut, ich meine, ich möchte da niemanden vor den Kopf stoßen, der jetzt am Ende sagt, hör mal, ich finde das aber toll, das freut mich für euch, wirklich. Aber mein Fall ist es definitiv auch nicht. Und ich glaube, der ein oder andere, der das Ding da vor Ort begutachten konnte, der kommt vielleicht auch zu demselben Ergebnis. Ne? Also ich finde wirklich, wir reden halt hier von einem Preis-Leistungs-Verhältnis von 200 Euro ungefähr. Und da erwartet man halt einfach auch diverse Details, ne? Als gerade als Collectibles-Sammler. Ja, und wie ihr schon von unserem Eindruck gehört habt, ist das halt einfach nicht gegeben. Würde sonst jemand diese Büste kaufen wollen? Ja, aber ich hab gehört, dass der also Stefan zum... Ich würde sie auch mir nicht zulegen. Aber der Stefan zum Beispiel, der hatte gesagt, ihm würde die durchaus gefallen. Ne? Also haben wir hier auch mal jemanden, der da anderer Meinung ist. Kaufen jetzt nicht unbedingt, aber ich fand, die sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Aber, aber so in Relation zu dem Preis, muss man schon sagen, ist das ein bisschen schwierig, ne? Oder? Das könnte durchaus sein. Ansonsten fand ich die beim näheren Betrachten jetzt gar nicht so schlimm. Vielleicht habe ich auch Tomaten auf den Augen, aber... Aber ja, gut, wobei das ich finde die nicht so Lederjacke, was du schon sagst, das geht eigentlich gar nicht. Also der Blaumann war da nicht zu erkennen. Nee, definitiv nicht. Ja. Wobei ich jetzt, ich weiß gar nicht, von Rob Zombies Halloween 2, hat der da auch einen Blaumann an? Oder ist das nicht mehr sowas? Auf jeden Fall keine Lederjacke. Ja, das stimmt. Ja, es war definitiv keine Lederjacke. Wenn ihr der Meinung seid, doch, ich habe da irgendwo eine Lederjacke gesehen in dem Film, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. ansonsten, so allgemein, was die Filmbörse betrifft, muss ich sagen, das Ganze wurde auch heute wieder sehr, sehr gut besucht. Ich zeige euch auf jeden Fall im Anschluss hier von diesem Video noch meine Ausbeute, was ich mir da letztendlich gekauft habe. Ich habe da auch so zwei Sachen gefilmt, wo ich mir nicht so sicher war, ob sowas in Zukunft in die Sammlung kommen sollte oder nicht.
aber dazu kommen wir definitiv gleich nochmal, wenn ich meine Ausbeute präsentiere. Und ja, wie waren eure Eindrücke so von der Filmbörse? Ich habe es so ein bisschen gemerkt, so ein bisschen, also, es ist so ein bisschen Flaute in der Stimmung. Ja, ja, das Problem ist einfach, dass man da hingeht ja letzten Endes. Also ich treffe mich immer super gerne mit euch, ne? Mal unabhängig davon, das ist das, was für mich hier den Tag ausmacht. Aber wenn man jetzt mal rein von der Filmbörse ausgeht, dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass selbst der eine oder andere Händler sich eigentlich denkt, oh, irgendwie so richtig, weiß ja auch nicht, was du den Leuten hier gerade eigentlich anbieten sollst, weil es immer wieder das Gleiche ist im Prinzip und die Editionen sind nicht sonderlich spektakulär. Es wird ja wirklich der Markt überflutet mit irgendwelchen 0815 Filmen, die da wirklich liegen wie Blei, und dementsprechend ist da ja, so ein bisschen der Elan verloren gegangen bei der Käuferschicht und auch letzten Endes bei denen, die Produkte im Prinzip anpreisen oder an den Mann bringen sollen, weil man teilweise selbst nicht mal mehr so richtig hinter seinen eigenen Produkten steht, ne? Und da die Leute letzten Endes ja auch alle mehr oder weniger das gleiche Sortiment haben, fehlt da auch so ein bisschen die Spannung dann irgendwie, ne? Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ich gehe ja immer gerne so zu einer Börse, aber man sieht es, ich habe jetzt am Ende einen Film mitgenommen, von dem ich wusste, dass ich ihn dann früher oder später sowieso einfach nur abholen werde, und einen, den ich mir vielleicht gar nicht unbedingt gekauft hätte, einfach damit man irgendwie was mit nach Hause nimmt. Ne? Ist vielleicht bescheuert, aber ja. Ja, man hat halt, oder man merkt so auch mittlerweile an der, ja, wirklich an den Titeln, dass diese halt wirklich schon länger, wie Nico sagt, im Umlauf sind. Und man merkt, es liegt auch daran, dass es teilweise die fehlenden Lizenzen sind, wo viele einfach nicht mehr bereit sind, sei es jetzt zum Beispiel Paramount oder Disney vor allem, die Lizenzen freizugeben, sodass da irgendwas in physischer Form veröffentlicht werden kann. Und das ist so ein Ding, der ist mir heute speziell wieder sehr, sehr aufgefallen. Es fehlt wirklich an den neuen Titeln. Und auch da gab es dann so einen Moment, wo wir bei einem Händler an einem Stand waren, der gesagt hat, ich sag's euch ganz klipp und klar, da lagen diverse Bootlegs aus. Und zwar nicht nur vom Bootlegs, wo ich sagen würde, okay, das wird vielleicht auch gar nicht veröffentlicht in physischer Form, weil die Firmen kein Interesse dran haben, sondern es waren Filme, die schon angekündigt sind und demnächst auf Blu-ray kommen, wie zum Beispiel John Wick 4 oder der neue Avatar, der schon dort auslag. Ja. Und das ist so eine Sache, wo ich sage auch als Sammler, hey, wenn das Ganze angekündigt ist, dann kann man das Ganze doch durchaus kaufen, wenn es dann veröffentlicht wird. Die Zeit sollte man doch schon noch haben. Aber man hat schon, oder der Händler hat auch an meinem kritischen Blick gesehen, als ich das Ganze gesehen habe auf dem Tisch, ja, dass mir das Ganze nicht ganz so gut gefällt. Und Nico war dabei, das Statement des Händlers war, ja, schaut im Grunde nicht so, das ist die Zukunft. So, und ich denke mal einfach, es kann eigentlich nicht die Zukunft sein, dass nur noch Raubkopien zu kommenden Filmen veröffentlicht werden, weil das kann einfach keine Zukunft sein. Ne? Ja, ich meine, ich kann den Händler auch insofern verstehen, dass der Markt sich gegebenenfalls schon in diese Richtung entwickeln wird, eben weil einfach nichts mehr nachkommt. Weil die Händler sich denken, ja, was soll ich denn in Zukunft im Prinzip verkaufen? Aber es kann ja jetzt trotzdem deswegen nicht die Lösung sein, hinzugehen und zu sagen, na gut, dann baue ich mein gesamtes Sortiment aus Raubkopien auf. So, ich denke einfach mal, wenn dann irgendwann der Punkt da ist, wo es keine Blu-ray-Veröffentlichungen mehr gibt, ja, dann gibt es die nicht mehr. Dann kann ich halt so eine Filmbörse in dem Sinne nicht mehr veranstalten oder halt nur noch mit Produkten, die mal irgendwann erschienen sind. So alte Sachen, was weiß ich, ne, gebrauchte Waren oder sonst was, dann kann ich halt nichts mehr Neues in dem Sinne anbieten. Aber glaubst du nicht auch, wenn du jetzt so einen John Wick 4 da liegen hast, so, der schwächt ja eigentlich auch, sag ich mal, das, die Kaufzahlen von der offiziellen Veröffentlichung irgendwo? So, weil die Leute dann sagen, ja gut, ich habe jetzt das Bootleg hier ein halbes Jahr vorher liegen, dann kaufe ich nicht mehr die offizielle Veröffentlichung. Ja gut, man vermarktet das Ganze ja auch so in dem Sinne, ja, du hast jetzt hier Full HD, hast jetzt hier 5.1, du brauchst doch gar nicht die offizielle VÖ, kauf dir doch das hier. Wobei ich mir aber trotzdem denke, warum sollte ich das denn machen? Ich zahle am Ende denselben Preis oder sogar mehr, als wenn ich jetzt einfach irgendwann die offizielle VÖ kaufe. Ja. Ich bin da an der Stelle komplett raus, aber... Der Markt ist da. Der Markt ist leider da. Ne? Ich meine, ihr müsst euch sogar noch vorstellen, der Händler hat sogar noch damit geworben, dass es hier auf der Börse selber verschiedene Qualitäten dieser Kopien gibt. Ja, also man versucht sich sogar als Händler da mittlerweile irgendwo zu überbieten, wer hat die beste Raubkopie-Qualität. Also für mich ist das mittlerweile ein absolut absurdes Thema geworden. Ja, ist es so. Ja. Es ist wirklich ein richtig schwieriges Thema geworden. Und irgendwo so ein bisschen der Versuch, irgendwo noch einen Strohhalm zu fassen, weil man das nicht akzeptieren kann, dass irgendwo dieser physische Markt so langsam unter den Füßen wegbricht. Ne? Ja.
Ja, also würde mich auch da eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das? Sagt ihr auch, so wie der Händler, ja, Raubkopien, das sind die Zukunft der Filmbörsen? Oder sagt ihr, nein, da ist dann einfach auch ein Markt verloren gegangen? Wie seht ihr das so in der Runde? Ich finde es auch erschreckend, dass immer mehr Händler auf den Zug aufspringen. Ja. Mit den Bootlegs. Ja, teilweise sogar Leute, von denen man bisher immer wusste, dass die vernünftige offizielle Veröffentlichung auf dem Tisch liegen hatten, die fangen dann jetzt teilweise auch schon an damit, ja, solche Sachen dann irgendwie ins Sortiment unterzumischen. Und ich finde es nicht nur erschreckend, ich finde es teilweise schon fast gefährlich. Weil wenn man als Kunde dahin geht, der sich nicht komplett mit dieser Thematik auskennt und weiß, wann kommt was raus und so weiter, da kannst du wirklich auch mal aus Versehen daneben greifen. Ne? Ja, das ist so. Ein Händler hatte ja nur Bootlegs. Ja, das ist ja sowieso so ein Ding, wo ich mir denke, na. Keine normalen VÖs, nur Bootlegs. Ja. Auf einem 4 Meter oder 5 Meter Tisch. Richtig. Ja. Naja, und wir haben heute auch noch die Erfahrung gemacht, ihr solltet definitiv schauen, was sich in euren gekauften Blu-rays befindet, weil wir haben heute auch einen Fall gehabt, da war eine komplett andere Scheibe drin. Also auch auf solche Details mal am besten achten. Ja, aber ansonsten war es natürlich ein toller Tag hier mit den Leuten wieder, hat mich richtig gefreut. Klasse, auf jeden Fall, ja, großen Dank nochmal in die Runde. Und ja, ich, wie gesagt, zeige euch dann auf jeden Fall noch meine Ausbeute, was ich mir gekauft habe, und wir sehen uns gleich. Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause und wie versprochen wollte ich euch noch meine Ausbeute halt zeigen. Und ja, letztendlich habe ich etwas gefunden, was ich gesucht habe, und etwas gefunden, von dem ich doch recht überrascht war, dass ich das Ganze dort gefunden habe, weil da hatte ich eigentlich schon ein wenig die Hoffnung aufgegeben. Und ja, die Rede ist hier vom Scream 1 Steelbook. Ja, das lag noch bei einem Händler aus mit deutscher Tonspur. Das Ganze ist nämlich ein UK-Import. Und ich bin ganz froh, dass ich dieses Steelbook noch gefunden habe, weil das habe ich damals ja nicht gekauft, weil die Erstauflage in diesem Steelbook, die war ja fehlerhaft. Sprich, die Tonspuren, die waren nicht ganz in Ordnung. Und ja, ich hatte mir stattdessen halt dann die Neuauflage geholt, wo die Tonspur dann schon in Ordnung war. Aber dann gab es das Ganze halt in der Emery, und ja, so richtig glücklich gemacht hat mich diese halt nicht so wirklich, weil ich habe letztendlich, was die anderen Filme betrifft, alle im Steelbook, bis auf Teil 3. Da ist ja noch kein Steelbook erschienen. Und ja, damit das Ganze so ein bisschen einheitlicher ist, habe ich dann im Nachhinein gedacht, ja komm, ich hätte doch ganz gerne das Steelbook, und habe es zum Beispiel auf der Filmbörse Neuss nie gefunden. Ja, und jetzt in Köln lag das Ganze einmal aus und ich habe es dann halt direkt mitgenommen. Werde dann halt dementsprechend die Disc tauschen und dann passt das soweit für mich. Ja, so viel zum ersten Update. Und ja, dann gab es hier noch die zweite Staffel von Chucky. Und ja, ne, diese Version, die wird dementsprechend noch ergänzt mit dem UK-Import, der demnächst erscheint. Ich habe es ja ähnlich auch schon gemacht bei der ersten Staffel von Chucky, wo ich dann einfach die deutsche Tonspur hier quasi hinzugefügt habe, um einfach auch mal die Option zu haben, da den deutschen Ton auswählen zu können, weil ja Chucky 1 und 2 bisher nicht für Deutschland geplant sind mit deutschem Ton und es bisher nur die Importe gibt. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch, was hier meine Ausbeute betrifft. Eine relativ kleine, aber für mich auf jeden Fall feine Auswahl. Ja, und für alle dementsprechend, die sehr schnell auf der Filmbörse waren, was den Eingang betrifft, die haben nämlich hier diese DVD bekommen, hier vom Tatort. Ist so eine Sache, ist jetzt nicht meins, aber auf jeden Fall großes Dankeschön geht dafür raus an die Filmbörse in Köln. Und ich denke mal, ich werde da auf jeden Fall jemanden finden, der sich darüber freuen wird. Ja, und in dem Sinne sind wir schon durch hier an der Stelle. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Und wir sehen uns demnächst hier wieder. Macht's gut und ciao. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo und aktiviert die Glocke. Seid ihr noch da? Ja, das ist nämlich hier quasi die After-Credit-Szene von diesem Video, weil ich habe ganz vergessen, euch noch zu fragen, wie seht ihr das mit dem Mediabook? Hatte ich ja kurz im Video erklärt und wollte ich auch noch drauf eingehen, weil ich ja sagte im Park, sollte man das in Zukunft kaufen oder nicht kaufen.
Ich habe nämlich von Cobra Kai Staffel 1 und 2 jeweils die Emerys und von 3 direkt das Mediabook gekauft. Und ihr seht, das sieht jetzt nicht ganz so optimal aus. Sagt ihr, ja, da sollte man vielleicht noch die Mediabooks dementsprechend dazustellen und die Emerys rauswerfen? Oder sagt ihr, nee, warum hast du das überhaupt so gekauft? Die Synchronisation ist für euch zum Beispiel ganz, ganz schrecklich. Ja, lasst mir das gerne da. Macht's gut. Ciao. So Leute, das war's jetzt aber wirklich. Macht's gut. Ciao.